Ja, gut, das ist jetzt eine Makrele. Ja, okay. Huch. Dachte, nehmen wir noch mit. Warte mal, wenn wir schon mal hier sind, ne? Wir haben doch jetzt auch so ein... Was geht? Oh, scheiße. Oho! Ein Schwalbenschwamm. Zwitschern die nicht immer zu zweit zwischen zwei Zweigen? Zwitschern die nicht immer zu zweit an zwei Zweigen? Alles klar. Oho! Ein Kohlweißling. Von dir lasse ich mich nicht verkohlen. Alter! Hat der Drytig die Sprüche darunter geschrieben oder was? Gott im Himmel! Fürchterlich. Ist ja ganz schlimm. Christian Giants, Dankeschön für 200 Bits. Adorin, Dankeschön für 18 Monate. Und Jen Chestes, Dankeschön auch an dich für 4 Monate. Liebe geht raus an euch, Dankeschön. So, haben wir noch irgendwas, was wir vielleicht mitnehmen können? Hier war doch vorhin so eine komische... Hier, guck mal, was ist mit ihr denn? Hat er gesagt, ich soll Insekten fangen. Okay, hier ist uns. Haben wir hier noch einen Fisch? Oh, das wäre so ein großer. Guck mal, guck mal, guck mal, guck mal. Den holen wir uns jetzt. Pass mal auf. Was ist das denn? Ein Seebarsch. Manchmal bist du wirklich sehr bar. Das ist echt fürchterlich. Heilige Maria, ist das fürchterlich. Was ist mit dir? Hau doch mal ab jetzt. Okay, war nicht ein bisschen weiter nach da vielleicht? Nein. Nein. Jetzt. Komm ran! Oh, was ist das denn? Baschmerle. Das Leben ist im... Was? Das Leben im Bach ist Baschmerle. Baschmerle. Gott. Ja, dass der Drytig darüber lachen kann, ist mir schon klar. Gott, ist das schlimm. Ist der... Toll, genau hinter den Fisch. Alter, ist das fürchterlich. Das ist ja echt schlimm. Alter Vater. Komm, komm. Ja, 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 ja. Oh. Was ist das? Eine Karausche. Karausche. Karausch mit dir aus dem Wasser. Oh Gott. Oh, was ist das? Ach, ein Ast. Ja, nehmen wir mit. Da vorne ist noch ein Riesen... Also ein relativ großer Fisch. Riesenfisch wäre jetzt übertrieben. Oh, was ist das denn? Guten Tag. Okay, das ist natürlich scheiße, weil ich sehe leider nicht. Nein, nicht wegschwimmen. Komm zurück. Komm zurück zu mir. Nein, der ist zu weit weg. Boah, das ist ein Riesenviech. Ich will den. Au, das... Okay, das ist nice mit dem Kamerawinkel. Ich dachte gerade schon, ich sehe nämlich jetzt gar nicht, wann der anbeißt. Kommst du noch nicht ran? Oh, schade. Okay, wir haben hier so einen kleinen Gammelfisch. Aber gut, dann nehmen wir halt den. Ich meine, man gibt sich auch mit wenig zufrieden, ne? So ist er nicht. Na, komm ran. Und wie ist das mit der Zeit? Ist jetzt wirklich, also wenn ich quasi tagsüber reingehe, ist es im Spiel Tag und wenn ich abends reingehe, ist es Abend, oder was? Ist das wirklich so? Jap.
Okay, das ist halt schon cool. Und hat das irgendwelche, also gibt es da irgendwelche Special? Also wenn ich jetzt irgendwie tagsüber reingehe, ist dann was anders wie abends? Oder gibt es da irgendwas Spezielles? Ist da die lokale Zeit der Switch angepasst? Okay. Für Bauprojekte musst du auch wirklich einen ganzen Tag warten. Okay, krass. Gibt teilweise unterschiedliche Insekten und Fische zu anderen Zeiten. Nachts mehr Spinnen. Nuke schließt um 22 Uhr. Okay, das ist aber schon geil gemacht, muss ich sagen, ne? Das ist echt schon cool. Kannst Zeitreisen mit der Switch... mit der Schwitzuhrzeit. Ja, gut, aber das finde ich aber... Das finde ich aber schon cool gemacht irgendwie. Das ist schon nice. Nachts gibt's Vogelspinnen, also bitte nicht mit dem Cache herumlaufen. Okay, cool. Nice. So, nu, guck mal, ich habe Sachen gesammelt. Pubik, hallo, hallo. Was darf sein? Was liegt an? Sag ich. Sag, ach so, sag, ich bin ganz Ohr. Hier ein Lebewesen. Ach so, hab ein Lebewesen. Ach so. Nuke schließt das Zelt nicht, erst wenn du den Laden hast, schließt er um 22 Uhr. Ah, okay. Okay. Nintendo Schwitz. So, wunderbar, dann wollen wir einmal sehen. In Ordnung? Ja, guck's dir mal an. Wenn ich dem das jetzt gebe, ist er dann weg? Ich probiere es erstmal mit so einem kleinen hier. Mit so einem Bachschmerle. Oh, der ist dann tatsächlich weg. Oh, krass. Handelt es sich hier um einen Bachschmerle? Ja, das habe ich auch schon selbst gewusst. Wenn ich diese Insel so etwas wie eine Bachschmerle beherbergt, wer weiß, was wir da noch alles hier finden werden. Ich habe eine Idee, Tobik. Ein alter Freund von mir leitet das Museum. Ich würde ihn gerne mal einen Blick drauf werfen lassen. Wärst du damit einverstanden? Ja, mach mal. Vielen Dank, ich werde mich gut um den Bachschmerle kümmern. Okay. Bevor ich es vergesse, ganz unabhängig von deiner großzügigen Stiftung, möchte ich eine neue App vorstellen. Kurze Frage. Wenn ich jetzt so einen Fisch im Inventar habe, ne, wie jetzt zum Beispiel diesen Kaiserfisch da, wird der irgendwie schlecht? Also gibt's da irgendwie, dass der irgendwie abläuft oder sowas? Und dann noch so ein Stück verfaultes Fischgewebe ist? Nein? Okay, das ist gut. Sie heißt Faunapedie, eine übersprudelnde Wissenschaftsquelle für angehende Naturforscher wie dich. Ist das so? Mithilfe dieser App erfährst du Details über alle Insekten und Fische, die du fängst. Ja, ja. Ich bin sicher, du wirst schon bald unzählige Einträge darin haben. Ja. Vielleicht habe ich dann noch eine kleine Belohnung für dich. Na, schauen wir mal, ne? Wikipedia. Die werden schlecht. Sind nur Rüben, die schlecht werden. Ah, okay. Alles klar. Okay, die anderen Fische würde ich ihm jetzt aber ungern geben, ne? Ehrlich gesagt. Warte hier. Faunapedia, guck mal. In dieser App findest du Infos über Insekten und Fische, die du gefangen hast. Kohlweißling? Ah, okay. Und hier sind die Fische. Okay, es gibt sehr viele Fische. Ich sehe schon. Ah, hier, oh, hier ist die Saison. Der wird nur im April? Oh, krass. Ach, krass. Und wenn wir dann... Okay, wenn wir jetzt einen Fisch haben, sagen wir mal, den gibt es nur im Mai, ne? Heißt das dann theoretisch gesehen, wir müssen dann im Mai wirklich im Spiel drin sein, um so einen Fisch zu fangen? Das Grüne ist die Saison. Oh, okay, das ist echt krass. Der eingekreist ist der Mond, in dem du bist. Ah, okay, okay, okay. Okay, das ist schon krass. Das ist irgendwie ist es cool, aber irgendwie auch echt scary. Krasser Scheiß. Krasse Scheiße. Okay, pass mal auf. Wir gucken mal kurz in unser Fan-Meilen, hier Nuke-Meilen-Ding. Wir haben hier nämlich Meilen bekommen, weil wir was gemacht haben? Allen Bewohnern Hallo gesagt haben. Dafür bekommen wir 300. Nice. Tiere sind teils wetter- und zeitabhängig. Okay, krass. Haben wir hier noch irgendwas? Hier haben wir noch Meilen erhalten. Guck mal, Profi-Pflücker.
Für den Verkauf einer bestimmten Menge Obst bekommst du Meilen. Kleiner Tipp, auf anderen Inseln wird der Tag. Okay, da kriegen wir auch welche. 20 Stück haben wir verkauft. 300 Meilen. Nice. Wir ziehen richtig durch. Wir ziehen richtig durch. Fotofreund haben wir noch nichts bekommen. Hier haben wir erster Einkauf, weil wir was gekauft haben. Babam. Aber sowas von. Und hier verkaufen statt Horten haben wir auch nochmal was bekommen, weil wir was verkauft haben. Easy. Nice. Haben wir noch irgendwo was bekommen? Nee, ne? Ah, was war das? Fotofreund. Nö, haben nichts bekommen. Easy. Okay, pass auf. Ich würde mal gerne zu uns, an unser, naja, mehr oder weniger zu Hause gehen. Und würde hier gerne mal probieren. Wow, haben wir viele Sachen dabei. Die ganzen Fische und sowas. Heilige Maria. Wie war das mit dem... Nein. Achso, das war am Handy, ne? Hier mit Bauen und so, Bastelanleitung. Ich würde gerne so eine Behilfswerkbank bauen. Was brauchen wir? Wow, Eisenerz und Hartholz. Okay. Das, ja, gut. Ein Lagerfeuer könnten wir machen. Was können wir mit dem Lagerfeuer machen? Wahrscheinlich irgendwie... Keine Ahnung. Du hast einen in deiner Tasche? Echt? Nintendo Twitch? Oh, guck mal, ein Karton. Oh, warte mal, können wir in dem Karton Sachen platzieren? Warte mal. Wenn wir jetzt hier reingehen, ne? Wenn wir jetzt hier reingehen, könnten wir theoretisch gesehen den Karton platzieren, um dann Sachen drin zu verstauen. Warte mal. Hier, Karton. Blasieren. Oh ja. Okay, das ist nur Optik. Denn Zelt hat ein Lager. Scheiße. Na, dann können wir das auch wieder mitnehmen. Du hast ein Lager. Wo? Schrank oder Kommode? Wo haben wir denn ein Lager? Ist es hier? Nee, ne? Das ist einfach nur der Briefkasten. Naja, das ist nur der Briefkasten. Das Lager hast du erst mit dem Haus. Okay, da gerade wieder Schrödingers Chat am Start ist. Ich probiere es kurz aus. Warte, warte, warte. Nein, also wenn ich Pfeiltaste nach unten drücke, passiert gar nichts. Also hier, Steuerkreuz nach unten. Passiert nichts. Also kein Lager beim Zelt. Dann ab Haus. Okay. Okay, okay, okay. Moin! Tobik, schön dich zu sehen. Ja, hey. Hat Spaß gemacht, das Lagerfeuer, stimmt's? Hammer. Wir arbeiten nachts im Service Center, also komm einfach vorbei, falls mal irgendwas anliegt. Im Moment vertrete ich mir ein bisschen die Beine und schau, dass es auch allen hier gut geht. Wenn du mal Ideen brauchst, was du so anstellen könntest, sag mir einfach Bescheid. Ja, gut, angeln, ne? Angeln ist gut. Na, jetzt geh doch nein. So, dann quatschen wir nochmal mit dem Nook, ne? Mal gucken, was der uns als nächstes vielleicht für eine Aufgabe gibt oder was er so für uns zu tun hat. Oder wir könnten noch mal kurz hier an der Bank gucken. Warte mal. Was soll ich an Toms Nook-Werkbank tun? Ja, etwas herstellen. Hä? Hä? Was denn sonst? Ach so, okay, das sind die gleichen Sachen, wie wir auch im Handy machen können quasi. Okay. Gut, 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 gut. Dann quatsch mal mit ihm mal. Hallo. Nook, Nook. Tobik, hallo, hallo. Ja. Was darf denn sein? Was liegt an? Sag, ich bin ganz Ohr. Was soll ich tun? Hab ein Lebewesen, Umzugsgebühren. Ja, machen wir, was soll ich tun? Die ewige Frage. Nun, es gibt auf dieser Insel viele interessante Wesen zu beobachten. Ich meine, außer uns. Mit Angel und Kescher lassen sich alle möglichen Fische und Insekten fangen. Okay. Ich bin sehr gespannt, was du alles findest. Wenn du deinen Fang machst, bring ihn zu mir. Okay, dann geben wir dem doch nochmal ein bisschen was hier. Komm. Hier. Guck mal. Ich hab da was für dich. Ich habe einen Schmetterling. Genauer gesagt, einen Schwalbenschwanz. Was für ein Fang. Wenn ich mich nicht irre, handelt es sich hier um einen Schwalbenschwanz. Dürfte ich dieses Prachtexemplar auch meinem Freund aus dem Museum zukommen lassen? Natürlich. Klar. Klar. Vielen Dank. Ja, natürlich. Schick ihm mal den Prachtexemplar, den alten Schwalbenschwanz. Freut er sich bestimmt.
Hast du dich an meiner Werkbank noch weiter mit dem Basteln beschäftigt? Nein. Nicht wirklich. Nicht wirklich. Was? Musstest du betonen? Das ist ein Insider. Mit dem extra Betonen. Den würdest du kennen, hättest du Seven Days to Die gesehen. Oh, das ist schade. Dir ist aber klar, dass du die Werkbank jederzeit kostenfrei nutzen darfst. Ja, das ist mir schon klar. Ja, ja, klar. Hm. Vielleicht hast du nur noch nicht die richtigen Bastelanleitungen. Sieh einfach mal auf deinem Nook-Phone. Okay. Geschossspitzen. Zuerst einmal für eine Axt, mit der du Holz von Bäumen schlagen kannst. Oh. Und dazu ein paar Anleitungen für Dinge, die du aus diesem Holz dann basteln kannst. So erweitert sich dein Bastlerrepertoire mit einem Schlag ganz gewaltig. Ja, ja. Das ist nice. Nehme ich gerne, nehme ich gerne, nehme ich gerne. So, pass auf. Wir haben neue Bastelanleitungen bekommen. Pass auf. Oh, was ist das denn hier? Ein Baumstamm-Pfahl-Set. Und ein Vogelhäuschen. Oh, guck mal. Eine Fackel können wir jetzt machen, eine Feuerstelle und besagte Wackelaxt. Da brauchen wir 5-mal Ast und 1-mal Stein. So, da geh ich doch mal grad gucken, wa? Das gebe ich mir, Bro. Da hinten ist schon mal ein Stein. Siehst du den? Den möchte ich haben. Achso. So. Einen Stein haben wir schon mal. Jetzt brauchen wir nur noch einen Ast. Oh, okay. Haben wir hier vielleicht einen? Wackel, wackel, wackel. Nee. Nee. Oh, da ist einer. Juhu. Nice. Gib mir Stock, Junge. Oh, was ist das denn? Alter, hier liegt sogar Geld. Hier wächst das Geld auf den Bäumen. Alter, was für eine Insel. Hier wächst das Geld auf den Bäumen. Ist ja unglaublich. Was für einen unendlichen Reichtum die doch besitzen. Mehrmals schütteln? Ah, okay, ich dachte immer nur einmal. Dann, ne, entweder kommt was oder kommt nichts. Gib Arzt! Okay. Die Palme wedeln. Okay, nichts. Du kannst öfter wackeln, aber es kann passieren, dass Wespen rausfallen. Ach was, echt? Oh oh. Okay, ich wackel immer nur 3-mal. Alles andere wird mir dann zu riskant. Nichts. Hm. Huch. Alla. Oh, lecker. Das schmeckt gut. Okay, auch kein Ast. Haben wir nicht schon genug? Warte mal, wir haben doch bestimmt schon genug, oder? 7. Ja, guck mal, wir haben doch genug. Passt. Alles klar. Ich mach mir eine Axt. So, hallo. Was soll ich an Tom Nooks Werkbank tun? Etwas herstellen. So, bereit, bereit, bereit. Wir wollen eine Wackelaxt machen. Zack. Tada! Juhu! Genug fürs Erste. Nice. Und jetzt können wir mit der Axt zu den Bäumen gehen und können uns schneller Dings machen. Achso, der will ja noch Tiere haben, ne? Können wir uns schneller Äste machen. Das ist sehr schön. Atopik, hallo, hallo. Was darf sein? Was liegt an? Sag, ich bin ganz Ohr. Was soll ich tun? Hab ein Lebewesen. Kannst auch auf Steine hauen mit der Axt. Ah, okay, das geht auch. Nice. Was hast du denn diesmal für mich? Wie wär's mit einem Fisch? Oh, was für ein Fang. Wenn ich mich nicht irre, handelt es sich hier um einen Seebarsch. Dürfte ich dieses Frachtexemplar auch meinem Freund aus dem... Ja, mach doch. Werde mich gut um den Seebarsch kümmern? Ja, natürlich. Diesmal habe ich eine richtige Entschuldigung. Eine richtige Belohnung für dich. Oh, nice. Oh, Blumen.
Eine Papageitulpe. Eine Zwiebel. Okay, das ist eine Probe unserer Waren. Du kannst sie in die Erde einpflanzen, wo du möchtest. Ein paar Tage später blühen dort hübsche Blumen. Oh, probier es einfach mal aus. Und wenn du Gefallen daran findest, kannst du jederzeit mehr kaufen. Hm? Kundenbindung nennt man sowas. Bitte bring mir auch weiterhin deine Funde zum Wohle der Insel und der Wissenschaft. Natürlich. Klar. Ich habe Hunger. Ja, habe ich auch ein bisschen tatsächlich. So ein bisschen Hunger habe ich tatsächlich auch. Hier, ich habe noch ein Lebewesen, Bruder. Muff! Ich sehe mir gerne alles an, was du mir bringst. Natürlich. Hier, guck mal, ich habe noch eine Karausche. Nee, hatten wir schon. Nee, warte mal, Bauchschmerle hatten wir. Hier, Karausche, guck mal. Der ominöse Freund im Museum heißt bestimmt Geril. Wahrscheinlich, ja. G.Rill. Dürfte ich dieses Prachtexemplar auch meinem Freund aus dem Museum zukommen lassen? Ja, mach doch, Junge. Don't talk to me. Wegen der Blumenprobe, die ich dir eben gegeben habe. Eins muss ich noch erwähnen. Die draußen ersprießenden Blumen sind robust und sollten auch ohne Pflege ganz gut gedeihen. Aber wenn man sie jeden Tag gießt, kann man sie züchten und kreuzen, um neue Farben zu erhalten. Oh, nice. Du fragst dich, wie du das mit dem Gießen anstellen sollst? Na, mit einer Gießkanne natürlich, du kleines Dummerchen. Für die ich dir gerade eine Anleitung auf dein Nook-Phone geschickt habe. Meine Buchhalter würden mit dem Kopf schütteln, wenn sie wüssten, dass ich Sachen verschenke. Schlimm. Aber du hast schon viele Tierchen für mich gefangen und hier auf der Insel unterstützt man sich eben. Natürlich. Natürlich, ist doch klar. Ist doch logisch. Bitte bring mir auch weiterhin deine Freunde... deine Funde, nicht deine Freunde, ja, oder deine Freunde wahrscheinlich auch. Die schickt er wahrscheinlich auch ins Museum. Zum Wohle der Insel und der Wissenschaft. Wahrscheinlich ist das gar kein Museum, sondern das ist so ein Labor, weißt du, wo so Tierversuche gemacht werden und sowas. Und bis, wo die Tiere bis aufs Übelste gequält werden. Sowas ist das bestimmt. Was darf sein? Was liegt an? Sag, ich bin ganz Ohr. Natürlich. Ohr. Ich bin ganz Ohr. Hab ein Lebewesen. Noch etwas? Ja, natürlich. Ich sehe mir immer an, was du mir mitbringst. Ja, natürlich. Hier, guck mal, ich habe noch einen Kohlweißling für dich. Was für ein Fang, wenn ich mich nicht irre, handelt es sich hier um einen Kohlweißling? Natürlich. Dürfte ich die... Ja, mach. Vielen Dank. Ich werde mich gut um den Kohlweißling kümmern. Ja, natürlich. Moment, ich bekomme gerade einen Anruf. Oh, nein! Ist das so? Eugen, bist du das? Du rufst genau im richtigen Moment an. Ja, ja. Wie es mit meinem Inselprojekt läuft? Alles bestens. Danke der Nachfrage. Die nehmen alles, was ich denen erzähle. Die fressen einfach alles. Das ist super. Die machen einfach alles für mich. Ich sorge gerade auf einem Inselchen namens Florida dafür, dass die Siedler sich einleben. Das läuft wunderbar. Einer der Einwohner hilft mir sogar dabei, die Exemplare der lokalen Fauna zu sammeln. Was für ein Idiot. Wie viele wir schon haben? Mal überlegen. 5 ganz wundervolle Exemplare hatten wir schon zusammen. Wunderbar. Was, wirklich? Ja, ja, das wäre ganz fantastisch. Oh, Verzeihung, ich habe gerade einen Kunden hier. Also lass uns alles weitere besprechen. Später besprechen. Wow, weißt du, voll euphorisch. Und dann, ja, muss los, ciao. Tut mir leid, dass du warten musstest. Das war mein alter Freund Eugen. Der ein Museum leitet. Ach, der ist das. Er möchte auf unsere Insel umsiedeln, um hier die lokale Fauna zu erforschen. Könntest du mir diesbezüglich noch einmal helfen, Tobik? Ist das eine Bombe? Da du schon so fleißig für mich gesammelt hast, könntest du eine gute Stelle für Eugen finden? Er braucht wohl reichlich Platz. Die Fläche sollte etwa so groß sein wie die von deinem Zelt. Wie aufregend, das ist ein großer Schritt für unsere Insel, ja, ja. Bekommt Eugen auch eine 50k-Rechnung? Ne, ist Gewerbe. Ne, bei Gewerbe ist das nochmal eine Ecke höher, das ist dann mit Gewerbesteuer und allem, ne, und Sozialabgaben bist du dann bei 100.000. Was aber dann wiederum auch nur 10.000 Meilen sind. Klingt gleich viel besser als 100.000. Okay, ich würde das gerne... Warte mal. Können wir das vielleicht...
hier hin machen? Können wir Bäume auch wegmachen? Komplett? Weil ich glaube, ich möchte das hier hin machen, das Museum. Passt das hier hin? Aber erstmal netto, weil Vorsteuer abzugsberechtigt. Ja, genau so. Natürlich, natürlich. Das geht? Okay, warte mal. Ich möchte das aber, glaube ich, hier hin machen. Hier, hier entrichten. Guck mal hier. Zack. Oh. Der Platz muss für Versammlungen frei bleiben. Deswegen habe ich mich ja auch so rumgedreht, Schatzi. Mach nochmal. Okay, er dreht sich automatisch immer so. Gut, pass auf, dann machen wir es doch hier oben. Kann ich diesen Stein da oben? Aber bevor wir das machen... Oh, wobei passt das hier hin? Das könnte eng werden, ne? Kann man Steine auch komplett machen? Also komplett wegmachen? Steine sind wichtig. Okay, okay, okay. Ich wüsste halt nicht, wo ich sonst hin machen soll. Vielleicht einfach ein bisschen weiter hier rüber gehen, dann wird es vielleicht gehen. Warte mal, wenn ich mich vielleicht hier hinstelle. Macht das vielleicht dann? So nah am Festplatz würde das Gebäude im Weg sein. Also wieder eine andere Stelle. Oh, meine Güte. Muss ich erstmal vor Aggression gegen den Baum treten. Um mir dann Kirschen mitzunehmen. Oh, Unkraut. Oh, Unkraut. Oh, Unkraut. Oh, Unkraut. Kann man das vielleicht hier hin machen? Wie wär's denn hier? Guck mal, hier ist doch gut. Geht das auch hier? Ja, hier ist doch gut. Ich mach mal hier. Nee, nix mal sehen. Oh, kriegen wir jetzt eine Preview oder was? Ist diese Stelle in Ordnung? Wo sind denn jetzt die Bäume außen rum? Egal, machen wir. Wenn das im weißen Rechteck ist, wird es entfernt und ist verloren. Ja, gut, es macht nichts. Weg. Na ja, gut, wir haben genug Bäume, das passt schon. Das ist schon in Ordnung. Die zwei Bäume, die wir jetzt verloren haben. Hat Nu gegessen. Wahrscheinlich. So, wie lange muss ich jetzt warten, bis das fertig ist? Das dauert jetzt einen Tag oder was? Kannst du ja neue pflanzen. Eben, eben. Ein Tag. Ach was, echt? Fünf Uhr morgens ist Tageswechsel. Okay, krass. Das ist aber irgendwie ist das schon geil gemacht, finde ich. Irgendwie ist das schon cool, muss ich sagen. Okay, ich sag dem gerade mal noch Bescheid, oder müssen wir nicht Bescheid sagen? Bist du am Bier trinken? Ja, klar. Natürlich. So fange ich jeden Morgen an. Nein, das ist Wasser. Hier, guck. Man erkennt es zwar nicht, aber... Na doch, hier sieht man es ein bisschen. Steht Mineralwasser drauf. Alles gut. Hast du eine Stelle gefunden, wo Eugen seinen Platz aufschlagen... Ja, natürlich. Auf dich ist wirklich immer Verlass. Vielen Dank. Klar doch. Ich werde Eugen Bescheid sagen, dass alles für deine Anreise bereit ist. Aber du bist ja auch gerade erst angekommen. Weiter will ich dich am ersten Tag nicht beanspruchen. Von mir aus kannst du natürlich auch sofort massig Nukmalen verdienen und die Umzugsgebühren bezahlen. Ich berate dich gern, wenn du Tipps zum Sammeln von Meilen brauchst. Sprich mich jederzeit darauf an. Was findest du am Namen Eugen lustig? Mein Kollege heißt so. Ey, Magnus, Alter, was willst du? Ich wüsste nicht, wann ich eben einmal über Eugen gelacht habe. Was ist mit dir? Ich habe doch gar nicht über den Namen gelacht. Hä? Was, meine Mutter? So, pass auf, wir haben hier... Oh, guck mal, Meilen erhalten. Nice. Nuki verleiht Nukmeilen für die Bastardnachricht. Ja, nice. Her damit. Alpha Eugen, Alter.